Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Heute möchte ich über ein aktuelles Thema sprechen, das mich sehr beschäftigt. Zivilcourage im Alltag, beziehungsweise allgemein auch in besonderen Situationen, möchte ich sagen. Der eine oder andere weiß es vielleicht, ich stamme aus einem kleinen Städtchen namens Öhringen. 25.000 Einwohner, eigentlich eine schöne, idyllische Gegend, relativ städtisch in manchen Bereichen, aber grundsätzlich auf jeden Fall verschlafen. Gut, auch in solchen verschlafenen Gegenden ist man vor Unheil nicht gewappnet. So trug es sich jetzt letzten Samstag zu. Meine Eltern wohnen dort direkt am Bahnhof und etwas weiter höher, direkt gegenüber, ein Wettbüro. Das ist tatsächlich um 3 Uhr morgens mich aus dem Schlaf riss, habe meine Eltern besucht, wie ich nur ha, ha, ha höre. Und so trug es sich tatsächlich zu, dass direkt vor unserer Haustür mehr oder weniger ein Mann, einem anderen Mann, warum auch immer, ziemlich heftig die Fresse poliert hat, um das mal salopp zu sagen. Der ist auf ihn draufgesprungen, mitten ins Gesicht, immer wieder rein, und mein Vater hat glücklicherweise die Polizei gerufen, um das Ganze zu schlichten. Man kann von der Polizei halten, was man möchte. In meinen Augen ist es eine sehr wichtige Instanz, um genau in solchen Momenten jemanden zu haben, der solche Dinge schlichtet und den einen oder anderen vielleicht auch woanders hinbringt. Es ist wirklich erschreckend. Ich persönlich habe selber einige Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich vor Gewalt nicht bewahrt geblieben bin. Und es ist so wichtig, dass man in solchen Momenten, gerade wenn sowas regelmäßig passiert, sei es in der Schule, sei es am Arbeitsplatz, Mobbing in jedweder Hinsicht, physisches Mobbing, mentales Mobbing, dass man nicht wegschaut, sondern versucht, mit Worten bestenfalls das Ganze zu schlichten und zu regeln. Ich meine, es gibt viele verschiedene Ursprünge für solche Differenzen. Und natürlich, kämpfen kann Spaß machen. Ich persönlich bin ein großer Kampfsportfan, aber da gibt es feste Regeln und es wird nicht über einen hergefallen, der schon am Boden liegt, für gewöhnlich. Natürlich, auch da gibt es Kampfsportarten, aber dass man jemanden, der schon besiegt ist, nicht in Ruhe lässt, auf ihn draufspringt, weiter ins Gesicht schlägt, das ist nicht in Ordnung in meinen Augen. Ich meine, ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Darum meine große Bitte an jeden Einzelnen, wenn ihr mitbekommt, dass da gerade etwas passiert, wo es relativ klar erkennbar ist, dass das kein fairer Kampf ist, wo Menschen geschädigt werden durch physische Einwirkungen, wie auch immer, sei es im Club, sei es vor eurer Haustür in der Straße, am Arbeitsplatz, durch Mobbing, sowas hinterlässt nicht nur kurze physische Schmerzen, sondern kann Narben, ich sag mal, auf der Seele hinterlassen, von denen man sich nicht so leicht erholt. Und das ist furchtbar. Egal, welcher Nationalität man angehört, es ist genauso schlimm, wenn die Polizei Gewalt gegen andere ansetzt. Auch hier ist es wichtig, dass solche Fälle gemeldet, irgendwie dokumentiert und aufgezeichnet werden. Mir wird da richtig schlecht dabei. Und ich hoffe, dass die meisten von euch das sowieso schon als selbstverständlich sehen. Dass wenn so ein Fall passiert, so eine Ungerechtigkeit passiert, die Leute schnellstmöglich wieder voneinander getrennt werden. Man muss ja auch nicht direkt einschreiten. Das ist ja zum Teil noch viel gefährlicher. Jemanden dann selber irgendwie zu schlagen, zu schubsen und so, kann das Ganze nur noch weiter schüren. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt keine hundertprozentig richtige Regelung. Es hilft meistens schon, wenn Unbeteiligte dazukommen. Wenn man andere Passanten ebenfalls darauf anspricht, Leute da zusammenholt, damit man eben nicht alleine, sondern mit mehreren Leuten dann dahin tritt, damit diese eine Person dann nicht auf den nächsten gleich losgeht. Es geht ja auch um den Selbstschutz dabei. Aber auch wichtig, das war jetzt auch der Fall am Samstag, das Fenster war offen bei meinem Vater, hat die Polizei gerufen und die haben das draußen schon mitbekommen, dass das jemand gemacht hat. Und schon hat sich die eine Person verzogen. Ich nehme mal an, dass er schon wusste, dass er da was macht, was jetzt nach Strafgesetzbuch nicht unbedingt einwandfrei ist. Gerade deshalb hoffe ich, dass ihr diese, es ist durchaus Courage, besitzt,
in solchen Fällen einzuschreiten und solche Dinge nicht einfach seinen freien Lauf lasst. Das ist gefährlich und ich möchte persönlich in einer Gesellschaft leben, in der man ein wenig aufeinander achtet. Egal welcher Grund, jemand hat einem Geld geklaut oder sonst was. Wenn das nachvollziehbar ist, wenn man sich nicht übel hat verarschen lassen in irgendeiner Form, dann gibt es da immer juristische Wege, das Ganze zu klären. Gewalt sollte wirklich eigentlich nie die letzte Instanz sein, zu der man greift. Vor allem in emotional aufgeladenen Situationen. Jetzt kommt wieder der Finanzexperte aus mir. Wenn ihr keine private Haftpflichtversicherung habt, im Affekt jemanden schädigt, sodass er nicht mehr arbeitsfähig ist, geht so ein Schaden schnell in die Millionenhöhe. Und sowas geht auch nicht durch eine Privatinsolvenz weg. Das heißt, wenn ihr mal in die Situation kommt, dass ihr verdammt nochmal jemandem aufs Maul hauen wollt, um es mal salopp zu sagen, seid euch immer darüber bewusst, dass sowas Konsequenzen haben kann. Und zwar ein Leben lang. Nicht nur durch Gefängnis, sondern auch durch Schädigungen von Leuten, für die ihr dann ein Leben lang verpflichtet seid zu sorgen. Und wenn ihr dann keine Haftpflicht habt oder so, dann seid ihr finanziell ruiniert. Das alleine. Mit eurem Gewissen, was ihr damit macht, ist dann nochmal die andere Sache. Es ergibt in meinen Augen keinen Sinn, einen Kampf auf offener Straße so zu gestalten, schon allein wenn man stärker ist oder wenn die andere Person besiegt ist, dann nochmal draufzuhauen, nochmal draufzutreten. Das ist wirklich menschlich das allerletzte, was man machen kann. Ich bin sehr stolz und sehr froh, dass ich in einer Familie groß geworden bin, in der solche Werte gelebt werden und sich dafür auch eingesetzt wird. Ich bin sehr froh, dass ich auf dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium war, wo Zivilcourage im Alltag auch hochgehalten worden ist, wo dann auch wirklich ein eigener Kurs dafür entstanden ist, weil das ist wichtig. Nicht nur in der Schule, immer. Egal wie alt man ist, egal wo man herkommt, egal ob man im sozialen Brennpunkt lebt, das gehört zum Miteinander, so dass man noch ohne große Probleme, ohne sich irgendwelche Gedanken machen zu müssen, auf die Straße gehen kann. Und das völlig egal, zu welcher Uhrzeit oder sonst wie. Ich denke, wir wollen alle in einer Welt leben, in der wir einigermaßen friedlich und fröhlich miteinander leben können. Klar, ist nicht in jeder Hinsicht gegeben. Aber zumindest die Versehrtheit des eigenen Leibes sollte doch eigentlich gegeben sein. Ich hoffe, das geht euch ähnlich. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich wünsche euch, dass ihr niemals in so eine Situation geratet. Aber wenn doch, dann bitte fasst euch ein Herz, zeigt die Empathie und steht den Leuten bei, die gerade Hilfe brauchen. Alles Liebe, euer Max.